Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Kunde pünktlich, so muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es ein festes Thema. Und das Thema heißt meine große Sehnsucht. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas Besonderes herbeisehnen. Zum Beispiel Reichtum, Gesundheit, Freiheit, Nachwuchs, Liebe, Sex, was auch immer. Es gibt ja tausende von Beispielen, was Menschen sehnen, was sie für eine Sehnsucht haben. Welche Sehnsucht habt ihr? Was ist eure größte Sehnsucht? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt jetzt auf eure Anrufe und das, was ihr mir erzählen werdet. Der erste Anrufer, die erste Anruferin, ja, es ist eine Frau, heute Nacht heißt Sabine. Sabine ist 20. Hallo Sabine. Hallo Domian. Sabine. Ja. Du bist schön dabei zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich habe es oft versucht und es ist schön, jetzt einfach mal durchgekommen zu sein. Eine junge Frau mit ganz viel Sehnsucht. Ja. Bist du? Ja, allerdings. Was ist deine ganz große Sehnsucht? Also meine größte Sehnsucht ist es, im Disneyland Paris als Rapunzel-Darstellerin zu arbeiten. Ach. Als Rapunzel-Darstellerin? Ja, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich war auch noch nie in Disneyland in Paris. Nee, ich auch noch nicht. Ich war noch nicht als Gast da. Ja. Und man kann da sowas dann darstellen in einer Verkleidung oder wie? Es gibt eine Darstellerin, die Rapunzel also als Charakter darstellt. Also das ist natürlich eine Art Schauspielerin ja. In dem Sinne. Und ja, die suchen die Darsteller in ganz Europa und ich möchte sehr gerne an so einer Audition bald mal teilnehmen. Ach, ich verstehe. Das sind dann so Art Theateraufführungen. Ja, also es sind Meet and Greets, nennt man das. Also man trifft da die Kinder und unterhält sich mit denen und macht Fotos mit denen. Ja, es ist also Unterhaltung. Ach so, es wird also nicht eine Geschichte auf einer Bühne erzählt, sondern man läuft verkleidet herum und macht ein bisschen Faxen mit den Gästen, mit den Kindern und so. Ja, genau. Ah, ich verstehe. So geht das den ganzen Tag. Ja, und stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und auch ein bisschen, auf Dauer ein bisschen öde, wenn, immer mit so einem Kostüm da rumzurennen, oder? Ja, ich würde das gern für ein halbes Jahr so machen und dann würde ich wieder zurück ins Studium. Was studierst du denn? Ich studiere Lehramt, also auch mit Kindern. Ah ja, ah ja. Das möchte ich schon sehr gerne machen. Ja. Welche Fächer genau studierst du? Ich studiere Lehramt Biochemie und Physik. Ah ja, das ist ja nun die ganz ernsthafte Kategorie. Nicht so ganz verspielt. Ja, aber wenn die doch da europaweit Leute suchen, wie sind deine Chancen? Die Chancen, ja, also es kommen immer sehr viele Menschen dahin und man muss schon sehr viel mitbringen. Also am Anfang wird erstmal nach Aussehen aussortiert, dann muss man vortanzen und improvisieren und und sehr viel am schauspielerischen Vermögen mitbringen, auf jeden Fall. Obwohl man, so wie ich es gerade verstanden habe, doch gar nicht groß Schauspieler muss da, oder? Ja, aber es wird schon verlangt, also erstmal Mimik und Gestik natürlich zu kontrollieren. Natürlich. Als Rapunzel muss man schon eine gewisse Mimik drauf haben. Ja, und natürlich auch improvisieren. Wenn man irgendeine Frage gestellt bekommt, wo man natürlich selbst eigentlich gar nichts zu sagen könnte, dann... Natürlich. Und wahrscheinlich muss man fließend Englisch, Französisch und... Englisch. Französisch nicht können? Nee, entweder Englisch oder Französisch. Also, na gut. Und Englisch kannst du so gut, dass du improvisieren könntest, als Rapunzel, meine ich. Ich denke schon. Das schon. Also, Französisch gar nichts, aber zum Glück nicht. Was fasziniert dich denn da so dran, an dieser Aufgabe? Ja, das fragen mich natürlich viele. Also erstmal bin ich total begeistert von dem Film. Ich liebe die Musik, die Charaktere, den Humor auf jeden Fall. Mhm. Und ja, was fasziniert mich sonst? Ich habe die Auftritte gesehen von diesen Darstellern und einfach dieses Unterhalten. Ich spiele auch total gerne mit der Gestik und Mimik. Also mir macht das total Spaß. Und natürlich liebe ich auch das Kostüm und den ganzen Charakter einfach. Schade, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Dann könnte ich mir das natürlich viel besser vorstellen. Aber wahrscheinlich haben es viele gesehen von unseren Zuhörern. Und die können jetzt, bei denen gehen jetzt Bilder im Kopf auf, während du erzählst.
Ja. Was für ein Kostüm hat denn Rapunzel an? Als Rapunzel? Die hat ein langes Kleid. Also es ist lila, rosa, es ist nicht so ganz zu definieren. Ja. Und natürlich eine ganz lange Perücke, eine ganz helle blonde Perücke mit Blumen drin. Ja, und natürlich sehr stark geschminkt. Stelle ich mir beim Winter sehr, im Sommer sehr unangenehm vor, wenn es so ganz heiß ist. Ja, und im Winter dann auch wieder kalt. Und genau, da kannst du ja dicke Schlüpper drunter ziehen. Ja. Aber die große Sehnsucht als Rapunzel in Disneyland zu arbeiten, bei Disneyland zu arbeiten. Ja, das hört man wahrscheinlich sehr selten. So. Hast du dich denn jetzt schon offiziell beworben? Es gibt im Moment halt diese Castings in Rom, aber da kann ich im Moment leider nicht hin wegen Studium. Ach so, das heißt, du musst es schieben. Ja. Du musst es ein bisschen verschieben. Ich vermute mal, dass man dafür Geld bekommt, aber wie ich die Leute von Disneyland kenne, wahrscheinlich nicht so sehr viel für die kleineren Leute. Also kommt man vielleicht gerade so umrunden mit. Das glaube ich. Ja. Kost und Logis vielleicht gerade frei und ein bisschen Trinkgeld und das war es dann auch. Was ich nochmal erwähnen wollte, ich bin auch hier Facebook-Chatter während der Sendung, deswegen ich würde die so gerne mal grüßen. Ja, das mache ich sehr gerne, ja. Die sind wieder dabei und diskutieren, ja. Das finde ich wirklich, ich muss es nochmal sagen, finde ich wirklich sehr beeindruckend, dass so viele Leute während der Sendung auf meiner Facebook-Seite chatten und die einzelnen Gespräche kommentieren und ihre Meinung äußern und so weiter. Ja. Und in der Regel läuft das ja alles sehr ordentlich ab und ich finde das sehr interessant und wir finden es interessant, uns das dann anzusehen und so ein Feedback dann von euch zu bekommen. Liebe Sabine, wir drücken die Daumen, dass du bald ein ganz süßes Rapunzel wirst. Vielen Dank. Das wäre ganz toll. Und dann kannst du viel deinen Kindern und deinen Schülern später erzählen, was du gemacht hast. Das werde ich. Darf ich noch ganz, ganz kurz jemanden grüßen? Ganz schnell. Ja, ich grüße ganz lieb meine Mama, die hört gerade zu und die hört auch sehr gerne deine Sendung und ist auch heute wieder dabei. Wie heißt denn die Mama mit Vornamen? Bernadette. Ja. Das ist aber ein toller Name. Grüßen wir ganz herzlich die Bernadette. Ja, danke schön. Die nette Mama von der netten Sabine. Alles Gute, Sabine. Ja, und eine schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das Thema heißt meine große Sehnsucht. Das können oder das kann sowas Lockeres sein, was wir gerade gehört haben. Es kann natürlich auch was Gravierenderes sein. Vielleicht die große Sehnsucht, gesund zu werden. Oder im anderen Extrem vielleicht auch die Sehnsucht, nicht mehr zu leben, nicht mehr leben zu wollen oder sterben zu können. Das wäre das andere Extrem. Aber es kann auch die Sehnsucht nach Freiheit sein, die Sehnsucht nach Liebe, vielleicht auch die Sehnsucht nach Reichtum, was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, sehr gerne 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist André. André ist 32. Hallo Domian. Hallo André. Schön, mal durchgekommen zu sein. Ja. Du sprichst so ein bisschen ungewöhnlich. Woran liegt das? Ich bin behindert, ich bin im Rollstuhl. Ah, verstehe. Aber spastik und die schlägt sich halt auf alles auf meinem Körper. Auch meine Sprache, die ist halt nicht so deutlich. Ja, okay, aber jetzt wissen wir, woher es kommt und man kann die schon durchaus gut verstehen. Das ist weiter kein Problem. Hast du diese Behinderung von Geburt an? Ja. Ja. Seit 32 Jahren. Was ist deine große Sehnsucht? Meine große Sehnsucht ist einfach, Freunde zu finden. Ein paar Freunde zu finden? Ja, weil ich habe meine Frau Ende letzten Jahres verloren. Mhm. Und verloren heißt, dass sie ist gestorben. Sie hatte Krebs. Sie war noch jung, gehe ich mal von aus. 28 Jahre. Ach du lieber Gott. Und wir hatten auch viele Freunde. Und wo sie krank geworden ist, haben sie sich alle von uns abgesagt. Mit der Begründung, die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wirklich? Das haben die sich getraut zu sagen sogar? Ja. Das waren doch keine Freunde dann. Sogenannte Freunde. Finde ich auch. Und ich war dann 2 Jahre lang mit meiner Frau im Krankenhaus. Welchen Krebs hatte deine Frau? Speiseröhre, Luftröhre, Kehlkopf. Alles, was jetzt so im Halsbereich ist, hatte sie. Gibt es dafür eine Erklärung, dass sie als so junge Frau diesen Krebs bekommen hat? Ja, sie hat von der Geburt an einen gutartigen Tumor gehabt. Mhm.
Der wurde dann behandelt, wurde mit einem Mittel aus der Aids-Forschung unterspritzt, war dann 2 Jahre lang ganz weg. War sie gesund. Sie hatte auch eine Sprachbehinderung, ja. Aber halt der Tumor war weg. Und dann kam er auf einmal wieder, bösartig. Verstehe. Dann hat man das aber zu spät erkannt. Ja, und dann... Und der Leidensweg dauerte 2 Jahre dann, ungefähr? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ein halbes Jahr zu Hause. Es haben sich wirklich alle Leute abgekehrt von euch? Ja. Wie viel sind alle Leute? Wie viele Leute waren das? Ungefähr so 20 Leute. 20 Leute? Ja. Das kann man ja fast gar nicht glauben. Da war nicht ein einziger dabei, der dann euch zur Seite gestanden hat? Ja, nur noch meine Schwiegermutter und meine Eltern. Ich muss dazu sagen, meine Frau hat einen Luftröhrenschnitt gehabt. Und die letzten 2 Jahre hat sie da fast ständig rausgeblutet. Zum Schluss waren das halt so Blutungen, dass sie fast 1 Liter Blut immer verloren hatte. Da musste man sofort ins Krankenhaus. Und die haben dann Blutkonserven ihr wieder gegeben. Kann das sein, dass die Leute, dass denen das auch unangenehm war, dieses Leid zu sehen? Das ist, klingt ja sehr dramatisch, was du schilderst. Kann gut sein. Das, was keine Entschuldigung ist für sie, für die Leute, bestenfalls eine Erklärung für die Abkehr. Das kann sein. Weißt du, Domian, ich habe nach dem Tod, nachdem ich es so einigermaßen verarbeitet habe, ein paar Leute von denen angerufen. Ja, und die haben dann, entweder haben sie mit mir gesprochen und haben dann gesagt, trotzdem, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, oder haben direkt aufgelegt. Unfassbar. Ich bin, weißt du, wenn das vielleicht 1, 2, 3 Leute sind, aber 20 Leute in gleicher Weise reagieren, ja. Das habe ich so noch nie gehört, dass sich Leute abkehren, wenn jemand krank ist oder wenn ein Sterbender in der Nähe ist. Das ist mir schon klar, aber so krass habe ich es noch nie gehört. Das heißt, die waren auch alle nicht auf der Beerdigung? Nein. Wie lange wart ihr denn mit diesen Leuten vorher befreundet gewesen? Mit einigen... 5 Jahre, da waren auch welche bei, da waren wir mit seit 8 Jahren, haben wir gedacht, dass, die haben sich so alt gesagt, das sind unsere besten Freunde. Waren das Menschen auch teilweise mit Behinderungen? Ja. Wo man dann denken sollte, dass sie vielleicht noch mehr Zugang haben für andere Menschen, die ein Leid haben und noch mehr Empathie haben. Ja. Und trotzdem ist das so passiert. Ja, ich kenne meine Frau aus der Schule. Da waren auch welche, einige aus der Schulzeit, wo man gedacht hat, ja, das sind doch irgendwo Freunde, aber... Ich meine, für dich ist das natürlich schon ein unaussprechliches Drama, dass du deine Frau verloren hast in so jungen Jahren. Aber wenn man dann auch noch so einen großen Freundeskreis verliert, weil die Frau so schwer krank ist, dann muss man doch den Glauben an die Menschen, da muss der Glaube an die Menschen doch auch zusammenbrechen. Ja, ist er auch. Ich habe auch einen Suizidversuch hinter mir. Was hast du gemacht? Schlaftabletten genommen. Wer hat dich gefunden? Ja, ich bin nicht dazu gekommen, das zu machen. Da ich keine Freunde habe, habe ich mir dann sozusagen Freunde erkauft. Was heißt das? Du hattest gestern einen Mann, der hatte mit dir gesprochen über den Escort-Service. Das heißt, ja. Hast du eine Frau gekauft? Ja, also sie hat er gekauft, ja. Ich habe die dann kommen lassen. Da ging es aber nicht um Sex, um gar nichts, sondern einfach, dass ich nicht alleine zu Hause bin. Ach so, und letztendlich, diese Frau hat dich davon abgehalten, dass du die Schlaftabletten genommen hast? Ja. Wusste die das, wie ernst die Situation war? Hast du ihr das erzählt? Ja. War für die Frau wahrscheinlich auch eine merkwürdige Situation. Normalerweise wird sie für Sex eingekauft und da hat sie dir dein Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Sozusagen, ja. Bist du berufstätig? Nee, leider nicht. Ich habe bei einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, musste aber da aufhören wegen meiner Frau, weil ich habe es nicht geschafft, meine Frau und dann arbeiten. Hätte nicht
geklappt. Diese Freunde, die nun alle weg sind, du hast gerade erzählt, da sind welche gewesen von der Schule und so. Ja. Aber ja, nicht alle von früher und nicht alle aus der Schule. Wie habt ihr sie kennengelernt? Wie seid ihr an die Freunde rangekommen? Ja, wie es halt so eigentlich normal im Leben ist. Man geht raus, man geht feiern, trifft da Leute. Halt wie ganz normal, ganz man normal. Sich im Freundeskreis aufbaut, wie gesunde oder nicht gesunde. Mhm. Halt normal, wie es. Sitzt du immer im Rollstuhl? Ja. Ja, das heißt, aber du kannst mit dem Rollstuhl, kannst du in ein Café, in eine Kneipe, kannst ich du... Kann überall hin. Hast du es denn jetzt dann mal auf diesem normalen Wege versucht, neue Leute kennenzulernen? Ja. Aber es nur, das ist, weißt du, mein, wenn du als Rollstuhlfahrer irgendwo hingehst, dann wirst du immer erstmal angeguckt. Ist mir völlig klar, dass man es da viel schwerer hat. Ja. So, und ich bin auch nicht einer, der jetzt unbedingt sofort auf einen drauf zugeht. Und auf normale, sage ich jetzt mal, Läufer, gesunde. Also ich finde ja immer eine ganz gute Möglichkeit, in Kontakt mit Menschen zu kommen, indem man irgendwo in eine Gruppe geht, in einen Verein, irgendwas, was einen interessiert. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, ich habe da schon so viel versucht, nur, wie gesagt, in dem Tischtennisverein. Nur hier, ich wohne in Wuppertal und da gibt es nicht so viel. Ich war früher im Verein in Düsseldorf, aber ich kann aufgrund meiner Behinderung nicht mal eben alleine nach Düsseldorf. Ich verstehe, das heißt, du bist ja auf den Raum Wuppertal dann angewiesen oder begrenzt. Ja. Aber auch da gibt es ja doch eine ganze Menge Sachen noch. Bist du ein bisschen kirchlich orientiert? Ja. Ich meine, da gibt die Kirchen bieten ja auch viele, viele Veranstaltungen an, wo man mal hingehen könnte, wo man andere Leute kennenlernt, nette Leute. Ja, das habe ich gemeint. Ich kenne auch einige Leute, nur die sind, wie soll ich das sagen? Die sind was? Die sind etwas, die haben andere... andere Vorlieben, Interessen. Genau. Ich könnte mir vorstellen, André, dass das jetzt, das, was du jetzt hier so gesagt hast, viele Leute gerührt hat. Und du hast gesagt, dass du im Raum Wuppertal wohnst. Ja. Ich mache das ja nicht oft hier, ich bewusst auch nicht, weil wir sonst hier eine Pinnwand haben. In deinem Fall mache ich das sehr gerne. Wir fragen mal ganz einfach, ob jemand so im Raum Wuppertal vielleicht Interesse hat, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, und gerne, vielleicht, gerne. Vielleicht könnte da etwas draus werden. Dann würden wir den Kontakt herstellen und mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Ich kann euch auch meine Internet, meine E-Mail-Adresse geben. Genau, das machen wir dann halt also im Hintergrund und telefonisch. Also André, das würde mich sehr freuen, wenn wir dir so ein bisschen weiterhelfen könnten auf diese Art und Weise, weil mir das wirklich sehr, sehr leid tut. Alles. Natürlich, dass deine Frau gestorben ist und dann völlig allein dazu stehen. Noch eine Frage zur Familie. Wie ist der Kontakt zur Familie? Zu meinen Eltern gut. Zu meinen Onkeln und Tanten eigentlich nicht gut, weil die waren nicht damit einverstanden, dass ich diese Frau heirate. Ja. Die wollten das nicht und... Hast du Geschwister noch? Nee. Leider nicht. Aber immerhin ist da Mutter und Vater noch, wo du so einen Festkontakt hast. Ja. Ja. Und die Schwiegereltern? Mein Schwiegervater ist gestorben. Und meine Schwiegermutter, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Meine Frau war Kroatin. Und ich war in der Familie von meiner Frau geduldet. Ah. Aber mehr auch nicht. Weil du eine Behinderung hattest? Ja. Aber deine Frau hatte doch auch eine gewisse Behinderung, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Aber sie konnte sich normal bewegen und ja, der Vater von meiner Frau wollte immer, dass meine Frau einen ganz gesunden Mann bekommt, der ihr hilft und wo sie nicht nur dem Mann helfen muss. Und die musste mir viel helfen. Aber was Eltern durch solche Vorstellungen kaputt machen können... Sie hätten doch hochglücklich sein können, dass ihre Tochter ein Glück gefunden hat, denn darauf kommt es doch nur an. Egal, ob der nun behindert ist, der Mann oder nicht behindert, ist doch gar kein Thema. Wenn ich dir jetzt alles erzählen würde, erstmal passt das nicht zum Thema. Ja, ja. Das ist eine Sache, ich habe so viel erlebt. Ich ahne es schon. Ich ahne es. Das wird den Rahmen sprengen und vor allem nicht zum Thema passen. Ich verstehe. Aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Du suchst einfach nette Leute, mit denen du in Kontakt kommst, um ein bisschen mehr aus der Einsamkeit herauszukommen. Ja, genau.
Ihr habt unsere Mailadresse domian@wdr.de. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr im Raum Wuppertal wohnt und gerne Kontakt mit André haben möchtet. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück, André, und hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema meine große Sehnsucht. Was ist eure große Sehnsucht? Das kann ja reichen von Reichtum bis hin zu Liebe, Sex und weiß ich was alles. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050. Hier ist Caroline. Caroline ist 31. Hallo. Hallo Domian. Hallo Caroline. Was ist deine große Sehnsucht? Meine große Sehnsucht war nach mir. Bitte? Meine große Sehnsucht war nach mir. Nach dir? Ja, nach mir. Ich bin nämlich nicht als Caroline auf die Welt gekommen. Du sprichst ein Rätsel. Ich bin als Kerl auf die Welt gekommen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Du bist auf die Welt gekommen als, wie hat man dich früher genannt? Sebastian. Als Sebastian. Genau. So. Und irgendwann hat Sebastian gemerkt, ich bin gar nicht Sebastian, ja. Ich bin gar kein Mann oder kein Junge. In mir, eigentlich bin ich ein Mädchen, eine Frau. Ja, genau. Wie alt warst du, als du gemerkt hast, dass du das keine... Das war schon relativ früh, eigentlich seitdem ich bewusst denken kann, wusste ich das. Also, den Arsch habe ich erst mit 30 in der Hose gehabt. Ach, also vor einem Jahr. Genau. Das ist ja eine interessante Sehnsucht. Meine Sehnsucht ist endlich... ich zu werden, damit ich endlich ich werde. Kann man das ja, so sagen? Richtig. Wie weit bist du denn schon fortgeschritten? Also Sebastian ist jetzt Vergangenheit. Genau. Niemand sagt mehr Sebastian zu dir? Nein, schon lange nicht mehr. Niemand mehr? Nein. Ich habe die Personenstandsänderung, die Vornamensänderung schon durch. Das heißt, im Personalausweis steht Caroline? Genau, genauso wie in der Geburtsurkunde steht weiblich. Und deine Eltern? Die stehen mittlerweile absolut hinter mir. Und denen rutscht nicht mal das Sebastian raus? Nein. Nee. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die findet es natürlich schade, dass sie den Bruder verloren hat, weil halt der große Bruder aufpassen und so weiter, ja, kennt man ja, aber andererseits freut sie sich halt, dass er eine Schwester hat, mit der sie den ganzen Weiberkram dann bequatschen kann. Ja, mit der Schwester kann sie auch mal aufs Damenklo gehen und richtig ratschen, ne? Was ihr Mädels ja gerne macht immer auf dem Klo. Was uns Männer ja immer ein großes Geheimnis ist. Richtig. Was es da so alles zu sprechen gibt. Und ich habe halt hier mit Anfang 20 schon x-mal versucht, bei dir anzurufen, aber immer so halbherzig, dass ich halt gedacht habe, dass du mir mal so einen Tritt in den Arsch gibst, dass ich mal endlich hier aus dem Puschen komme. Ehrlich, das hast du mit Anfang 20 schon gedacht damals? Ja. So lange? Ja. Ja. Und dann habe ich halt jetzt... Was war denn dann mit 30 ausschlaggebend, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich muss mein Leben ändern, ich muss endlich zu mir finden? Ach ja, ich war halt wieder mal das Single-Leben leid, bin zu einem Single-Tanzkurs gegangen, natürlich als Kerl. Mhm. Und dann hatten wir einen Tanzabend, wo ich mit meiner Tanzpartnerin war dann und alle Mädels und Frauen waren halt hübsch angezogen und haben sich zurechtgemacht und Haare toll. Nur ich hatte eine alte, ausgewaschene Hose an, total löchrig und verschlissen, ein altes, ausgewaschenes T-Shirt, ausgelatschte Schuhe. Mhm. Und an dem Abend wollte ich eigentlich bloß noch mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Mhm. Und da stand eigentlich nur zur Wahl, als Frau weiterleben oder sein lassen. Ach, das war so die Initialzündung, dieser Abend da. Das war letztes Jahr im April. Dann habe ich mich im Mai bei meinen Eltern geoutet und bei meinen ganzen Familien, Bekannten, Klassenkameraden. Sag mal zwischendurch, wie die erste Reaktion deiner Eltern war. Die erste Reaktion meiner Eltern war mit 16. Da hat meine Mutter mal meine Klamotten gefunden und ihr einziger Kommentar war damals, du perverse Sau, guck, dass die Klamotten rauskommen. Achso, du hast damals mit 16 schon Mädchensachen angezogen? Ja, genau. Die hast du dir heimlich besorgt? Die habe ich mir heimlich besorgt. Ach so. Und einmal hat meine Mutter die halt gefunden. Ah. Und das war dann der Kommentar und ich habe halt gedacht, oh geil, jetzt ist es raus, jetzt können wir mal drüber reden. Hm. Ich selber hatte allerdings nicht den Mut, dann das Thema anzuschneiden. Und meine Eltern haben halt gesagt, hier, nee, das geht halt vorbei. Das ist halt jetzt so eine Phase. Und dann wurde wieder geschwiegen? Genau, und dann wurde wieder geschwiegen. So, und dann hast du es voriges Jahr gesagt? Genau, dann habe ich das voriges Jahr gesagt.
Und meine, ich habe es halt per E-Mail gemacht, weil ich halt tierisch Schiss hatte vor dieser Reaktion dann. Und meine Eltern haben sich sofort bei mir gemeldet und gesagt, egal ob du jetzt jung oder Mädchen bist, du bist unser Kind, wir lieben dich, wir machen komplett alles mit dir mit, wir stehen total hinter dir. Das ist ja toll, da kannst du ja von großem Glück reden. Richtig. Von großem Glück reden. Haben die, du hast eine Mail geschrieben, dass es so ist, wie es ist. Ja. Haben die dann direkt angerufen oder auch eine Mail zurückgeschrieben? Die haben erstmal eine Mail zurückgeschrieben und dann haben wir uns einen Tag später dann getroffen und haben dann miteinander geredet. Toll. Ich glaube, dass einem so etwas natürlich sehr viel Kraft gibt. Ja, genau. Wenn jetzt deine Eltern vehement dagegen gewesen wären und dich beschimpft hätten als perverses Stück oder weiß ich was, wäre es natürlich umso schwieriger gewesen. Ja. Wenn ich dich jetzt sehen könnte, übrigens hast du eine sehr feminine Stimme. Danke sehr. Wirklich, also ich hätte dich also überhaupt nicht als Mann identifiziert. Wenn ich dich jetzt sehen würde, wie würde ich dich sehen? Du kannst mich aussehen, ich habe auch einen Blog. Gut, im Moment sehe ich dich ja nicht. Ja, ich bin 1,79 groß, ein bisschen kräftiger gebaut, aber... Längere Haare? Ja, mittlerweile überschulterlang, mahagonifarbene Haare, blaue Augen, trage eine schöne rote feminine Brille. Ja. So ein bisschen Nana Muscuri-mäßig. Kennst du noch? Nana Muscuri, nee. So, nicht so wirklich. So nicht. Nein. Ja, die hat ja auch mal so eine Brille getragen. Ja, aber die hat ja mehr so eine schwarze mit großem Rand. Ich habe mit einem dezenten Rand. Ja, okay. Und wie siehst du von der Figur schon sehr feminin aus? Ja, schon. Also ich würde mal sagen, ich gehe ja auch seit Anfang Februar arbeiten als Frau. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Ingenieurbüro und bin immer bei Kunden eingesetzt in der Konstruktion. Und das ist alles akzeptiert? Das ist alles akzeptiert. Merken die Kunden noch, dass du hast es nicht auf der Stirn stehen, merken die noch, dass du eigentlich ein Typ warst? Ich bin zurzeit noch bei einem Kunden, wo es mit der Vornamensänderung halt noch nicht so weit war. Und dann mussten die meinen Namen halt wissen und für die Meldung bei der Berufsgenossenschaft und so weiter und so fort. Daher wissen das ein paar in der Abteilung, wo ich bin, aber nicht alle. Und die es halt nicht wissen, die reden ganz klar mit mir als Frau. Die es wissen, akzeptieren das genauso. Auch da muss ich nochmal sagen, hast du großes Glück. Es hätte auch da sein können, dass da irgendwelche Idioten sind, die sich über dich lustig machen. Hatte ich ja. Ich bin letztes Jahr, habe ich mich bei meinem Ex-Chef geoutet. Und der hat mich dann Ende des Jahres deswegen rausgeschmissen. Nimmst du schon Hormone? Ja, seit einem Jahr und 21 Tage. Aber du bist vom Körper her noch ein Mann. Ja, das heißt, leider Gottes. Du hast einen Penis noch. Ja. Wie sieht's oben herum aus? Ich würde sagen A-Körbchen. A-Körbchen? Ja. Bedingt durch die Hormone? Bedingt durch die Hormone, ja. Und das heißt, da stehen bald irgendwelche großen Operationen an? Ja, ich hoffe Anfang Januar. Ah. Das ist ja gar nicht mehr lange hin. Mir könnte es nicht schnell genug gehen. Hast du nicht Angst davor? Nein. Nee, das ist ja eine Riesenoperation. Ja, ich hätte von einer Augen-OP hätte ich mehr Angst. Ehrlich? Ja. Wenn man, das finde ich immer so interessant, wenn das Trans, Menschen mit einer Trans-Identität, ist es richtig ausgedrückt? Ja, ist schon okay. Wenn die das so erzählen, wenn du nackig in der Dusche stehst und an dir runterguckst und deinen Penis siehst, was empfindest du, was denkst du? Gruselig? Ja. Ekel? Ekel weiß ich nicht, aber ich mag das Gefühl einfach überhaupt nicht. Onanierst du noch? Ja, ab und an. Dafür brauchst du ihn ja dann. Ja, ich mach's einmal hier, um halt überhaupt zu sehen, ob überhaupt noch was funktioniert. Und weil auch zur Kontrolle, kontrolliere ich auch meine Hoden hier, inwieweit die jetzt schrumpfen, ob die irgendwie... Schrumpfen die durch die... labberig werden, ja, weil die Spermaproduktion lässt ja auch nach. Und ich onaniere eigentlich hauptsächlich, um zu gucken, ob überhaupt noch was kommt oder ob nur noch Luft rauskommt. Ich verstehe. Wenn du denn dann irgendwann auch körperlich als Frau umoperiert worden bist, dann bist du Frau Caroline so und so. Wohin geht deine Sehnsucht? Zu einem Mann oder zu einer Frau? Zu einem Mann. Zu einem Mann? Ja. Hätte ich auch jetzt schon gerne, bloß die Kerle haben, also soweit ich das bis jetzt miterlebt habe, alle Schiss davor, dass ich größere Eier in der Hose habe. Ja, klar, dann schrecken die noch zurück.
Moment. Hattest du denn so in den Jahren, in den letzten Jahren, als du noch als Sebastian rumgelaufen bist, hattest du da mal einen Freund? Nein, ich hatte bisher nur zwei längere Beziehungen zu Frauen. Ach so. Also Erfahrung mit einem Mann habe ich eigentlich noch gar nicht. Das heißt, das ist dann eine doppelte Premiere, wenn richtig. Du irgendwann ja. So weit bist. Die Sehnsucht, endlich ich zu werden. Dieser Name Caroline, wann hast du dir den ausgedacht, dass du so heißen möchtest? Ausgedacht habe ich mir den nicht, den gab es ja schon. Na, natürlich schon, aber dass du dir entschieden hast, den anzunehmen. Ich würde sagen so 2005, 2006. Und warum gerade? Der eigentlich schon fest. Und warum Caroline? Ich habe als Karate-Trainer gearbeitet, ehrenamtlich, und da gab es eine junge Frau, die auch Caroline hieß, mhm. aber ohne E. Mhm. Und ich fand den Namen so schön und habe halt gesagt, der passt so gut. Den möchte ich haben. Genau. So, jetzt steht die große OP vor der Tür. Ja. Wie ist das? Zahlt die Krankenkasse die OP? Ja, der Antrag läuft. Ich hoffe, dass ich im Dezember dann die Kostenzusage da habe. Ah, das ja. wäre natürlich ganz toll. Was kostet so eine Geschlechtsumwandlungsoperation? Zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Oh, das ist natürlich eine ganze Menge. Mhm. Da wird... hast du dir das schon mal angeschaut, wie operiert wird und wie das hingeht? Ja, ich hab's schon ein paar Mal im Internet halt gesehen und ja, ich war schon bei diversen Operateuren, die dann natürlich auch Bilder ihrer OPs zeigen und wie sowas dann vonstatten geht. Sieht das sehr ähnlich einer Person ja. aus, die als Frau geboren ist? Also ja. die Scheide ist dann schon so geformt, dass genau. man... Wenn wir zwei in der Sauna sitzen, würdest du nicht sehen, ob Ach, ich guck. Vorher mal ein Kerl war. Ja, das ist ja interessant. Liebe Caroline, ja. dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, ja. dass diese OP gut verläuft. Danke und du bist dir. Ja auf gutem Wege. Ja. Du klingst ziemlich entspannt, die Familie steht hinter dir. Du hast ich habe Familie, ich habe Freunde, die alle hinter mir stehen. Genau. Ich habe einen Chef, der total hinter mir steht. Genau. Ich habe die Kollegen hinter mir, ja. Also, da muss jetzt die Operation gut verlaufen. Mhm. Und dann, wenn alles schön verheilt ist und nichts mehr wehtut, dann muss die große Liebe kommen. Richtig, darfst dich ja? aber auch gerne schon vorher melden. Und das, wenn ich noch... Das stell ich mir auch wirklich wahnsinnig spannend vor, wenn man dann zum Mann, du hast ja nur die Mann-Erinnerung, ja. wenn du dann zum ersten Mal mit einem Mann schläfst, als Frau, was das für ein Gefühl dann ist. Ja, ich melde mich. Ich bin sehr gespannt, wenn du uns das erzählst. Ja, darf ich noch kurz was sagen? Sehr gerne, Caroline. Und zwar möchte ich eigentlich gerne allen, die auch Riesenschiss haben vor ihrem Outing, weil sie Angst haben, ihr arbeitslos zu werden, Mut machen und sagen, ihr schafft das. Mhm. Es kann schwer werden, aber es wird umso schöner. Ja, absolut. Auch wenn es schwer wird, man muss es tun. Es ist, genau. es ist euer Leben und eure Identität. Und es geht darum, dass ihr euer Ich findet, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ja. Darum geht es. Liebe Caroline, alles Danke Gute wünsche ich dir. Gespräch. Sehr gerne. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, meine große Sehnsucht ist das Thema. Britta hat angerufen, sie ist 43. Hallo Britta. Hallo. Hallo Britta. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, du hast dich auch zum Thema gemeldet. Ja, ich war jetzt mal ein bisschen aufgeregt, hatte nicht gedacht, dass es noch klappt. Ja, nun sind wir zusammen. Ja. Ich hatte eine Mail geschrieben und zwar ist meine große Sehnsucht Kinderwunsch gewesen. Mhm. Und ich bin tatsächlich jetzt auch schwanger und zwar im 8. Monat. Ach. Und zwar durch eine künstliche Befruchtung. Ja. Und das ist ja eine sogenannte nicht-anonyme Samenspende. Eine nicht-anonyme Samenspende, was Richtig. Verbirgt sich dahinter? Also es ist eigentlich in Deutschland auch illegal, da ich aber in den Niederlanden wohne, also im Grenzbereich Aachen. Mhm. Habe ich das in Antwerpen in Belgien durchführen lassen und das heißt, das Kind kann, wenn es 18 ist, seinen biologischen Vater kennenlernen später. Ach so, aber du hast den nicht ausgesucht. Doch, ich habe ihn auch ausgesucht, das heißt also, ich kenne jetzt nicht den Namen, ich kenne nicht die Adresse, mhm. aber man bekommt das durch das ist die größte Samenbank weltweit, Ach so, und die sitzt in Dänemark. Also es ist schon eine Samenbank und da sind Informationen, die du gelesen hast über den Samenspender, aber es ist jetzt nicht jemand irgendwie aus dem Bekanntenkreis? Nein, das nicht. Das war für mich, das Komische ist, das Angebot bestand tatsächlich, es sind auch irgendwie Freunde an mich herangetreten, das war für mich eigentlich moralisch nicht vertretbar.
Ja, weil das immer so eine Geben- und Nehmensache fast ist. Ja, ja, ja. Und ich habe mir dann, zunächst hatte ich eigentlich Adoption oder sowas und ich wollte eigentlich mit dem Thema abschließen. Und habe aber dann Ende des Jahres, letzten Jahres, eben eine Ärztin in Belgien kontaktiert, die auch da einen guten Ruf hatte, die mir dann aber eigentlich wenig Chancen ausgerechnet hat. Sie sagte, die Chancen liegen in meinem Alter bei 5%. Ja, ja, und ich war eigentlich ein bisschen resigniert und dachte, gut, dann schließt du das endlich im Kopf ab. Und mit wenig Erwartung in die Sache bin ich reingegangen. Und mir wurde dann eben gesagt, gut, ich sollte mir eben einen Samenspender aussuchen, einen anonymen, und für mich war eben moralisch nur vertretbar ein nicht anonymer Samenspender. Ja. Was weißt du über den Samenspender? Und zwar ist es so, man bekommt für einen nicht anonymen eine vierseitige Beschreibung der Person. Also wie alt ist er, frage ich mal? Er ist, er ist 33. Man bekommt beruflich, man bekommt charakterliche Eigenschaften mit Schwächen auch. Dann was zum Beispiel bis zu den Großeltern, was die beruflich machen. Ja. Dann, auch ein Bildchen, dass man sieht, ob das... Und zwar ein Bild aus der Kinderzeit dann. Ja. Und für mich war eigentlich ausschlaggebend dann im Endeffekt das Gesamtpaket, beziehungsweise hat er dann, das ist dann auch so eine handschriftliche Erklärung am Ende dieses Berichtes, in dem stand, dass er sich mit seiner Frau dazu zusammen entschlossen hatte. Und beide hatten eben auch eine Freundin, die eben auch alleinstehend war zu der Zeit. Und da war für mich eigentlich klar, Mensch, ja, irgendwie, es gibt ja manchmal auch den Studenten, die sagen, naja, ich war jung und brauchte das Geld. Und für mich war dann eigentlich klar, der würde dann auch, also nach 18 Jahren sagen, ja, ich stehe jetzt dazu. Ja, natürlich. Und möchte dann auch das Kind kennenlernen. Und das war jetzt der erste Versuch und der hat gleich geklappt. Ja, also war dann vielleicht jetzt gleich das Glück. Und die Ärztin hatte selber, sie hat jahrelang Patienten betreut und sagte, na, wir haben uns nicht lange gesehen. Und ich habe auch erst im Nachhinein eben nach, ich glaube, ich war 3-4 Monate schwanger, habe ich erst meiner Mutter davon berichtet, die auch jahrelang noch gehofft hat irgendwo. Jetzt muss ich mir eben unterbrechen. Du sprichst immer in der Ich-Form. Bist du alleinstehend? Single? Ja, eben. Ach, das hat doch gar nicht. Nein. Also es gibt keinen Partner, mit dem das besprochen wurde. Ich bin alleinstehend, ja. Aber interessant ist ja, ich habe im Bekanntenkreis auch so einen Fall, da hat die Frau, ich weiß nicht, 7-8 Mal das versucht und dann hat sie es aufgegeben, weil es nie funktioniert hat. Und bei dir hat es zum ersten Mal direkt funktioniert. Ja, gut, das ist jetzt, wie gesagt, ein Riesenglück. Und Absolut, ich muss auch sagen, die Reaktion im Umfeld und deshalb eben als Alleinstehende war bis auf eine Person, das ist eben mein Bruder leider, eigentlich durchweg positiv. Ach, und der Bruder, selbst der Bruder hat negativ reagiert? Ja, weil er mittlerweile, er ist verheiratet, sehr konservativ, eigentlich fast die Einstellung hat und das moralisch jetzt gar nicht nachvollziehen kann. Und obwohl ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Beruf, ich werde dann zwar weiterarbeiten. Aber wie absurd, was gibt es denn da moralisch gegen einzuwenden? Naja, für mich war es moralisch eben tatsächlich auch nur vertretbar, dass ich sagen konnte, das bin ich meinem Kind dann später schuldig, dass es diesen Mann kennenlernen wird. Natürlich, finde ich auch und eine sehr gute das Überlegung. Das Witzige, ja, ist dann auch noch, dass ich zunächst in Dänemark eben gar keinen gefunden habe, es klickte einfach nicht. Und dann habe ich weitergesucht und dann gibt es eben Filialen in New York und in Indien. Und dann dachte ich mir, naja, ich guck mal in New York. Und da war jemand, wo ich mir sofort gesagt habe, so, das klickt. Und ich bin ganz stolz hingegangen zu meiner Ärztin und dachte, ich habe jemanden gefunden. Und dann sagte sie, ja, aber mit New York arbeiten wir nicht zusammen. Ach so. Ja, und dann habe ich irgendwann abends mir halt, nach der Arbeit, habe ich dann in New York selbst angerufen und habe gesagt, kann man das nicht irgendwie, und was völlig surreal ist. Da sagte dann, ja, wir können das über Visa-Card und Federal Express und schicken. Und das hat dann auch geklappt. Er sagte, wir können das tatsächlich nach Dänemark schicken. Das ging dann nach Belgien und ich bin dann eben nach Belgien gefahren. Ach so, ich dachte, in den Niederlanden hättest du es gemacht. Nee, das habe ich in Belgien gemacht, weil ich in den Niederlanden gibt es sehr lange Wartelisten. Und ich hatte anfänglich verstanden, dass das aus einer niederländischen Samenbank kommt. Das ist eine dänische. Also ganz letztendlich kommt das Sperma aus Amerika. Richtig. Ach so, das heißt, der Vater lebt in Amerika. Genau, in New York. Was hat das gekostet? Also es hat insgesamt vielleicht 6.000 Euro gekostet. 6.000 Euro. Wobei das Witzige ist eigentlich, dass ich natürlich 4 verschiedene Samenspenden eigentlich bestellt hatte. Und ich bin davon ausgegangen, gut, das geht sowieso nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer Eizellenspende. Das heißt, wenn die Eizellen in dem Alter dann nicht mehr so, oder dann man nicht mehr praktisch so viel Eizellen produziert, und ich hatte mir das eigentlich als letzte Möglichkeit gedacht, gut, will ich den Schritt so weit gehen? Und jetzt muss ich sagen, also mein ganzer Freundeskreis, alle stehen dahinter und sind sehr eigentlich aufgeregt und eigentlich begeistert. Ja. Was wird's?
Ein Junge? Mädchen? Nee, Mädchen. Ein Mädchen. Wie bestellt. Wie bestellt? Das heißt, du wolltest gerne ein Mädchen. Ja. Aber das kann man ja nicht so bestellen. Das war dein Zufall. Nein. Nein. Noch kann man es nicht. Bald wird man das können. Ich hätte auch gerne einen Jungen genommen, aber es ist tatsächlich, ich sagte mir, im Moment bin ich alleinstehend, obwohl ich, es gibt mittlerweile Patchwork-Familien oder die geschieden und da ja, gibt es alles, natürlich. Dass ich mir sage, der Mann, den ich kennenlernen oder werde dann, der muss tatsächlich so modern sein, dass er das dann natürlich, auch akzeptiert. Natürlich, natürlich. Du bist jetzt 43, sagen wir noch richtig. Mal. Wie lange treibt dich dieser intensive Kinderwunsch schon um? Ja, mit meinem Partner, ich hatte mich vor 4 Jahren, hatten wir uns getrennt. Mhm. Ich hatte vorher in Brüssel gewohnt und doch schon sehr lange. Und damals war ich dann 38, 39, habe gedacht, so, ich werde das jetzt dann abschließen. Aber wie kam es, dass ihr nicht schwanger geworden seid? Ja, er hat mich dann verlassen. Na gut, aber vorher war er da. Ja, wir haben eigentlich in dem Moment, als ich mich entschieden hatte, und er war 11 Jahre jünger gewesen, so. Hat er sich dann praktisch, obwohl es von ihm aus ein halbes Jahr kam und ich sagte, gut, wenn du dir sicher bist. Mhm. Und leider, habe ich dann sehr lange gegrübelt und ja. Aber das heißt, sehr lange Zeit in deinem Leben hattest du keinen Kinderwunsch, weil das ja doch relativ spät dann erst wach geworden ist. Nein, der Kinderwunsch war immer schon da, natürlich mit einem Partner. Ja, aber das hast du dann nicht so forciert. Nein, ich habe dann in Brüssel einen sehr stressigen Beruf gehabt. Ich bin bei der NATO und dann habe ich eben, ich musste sehr viel reisen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, die einzige Möglichkeit, und jetzt wohne ich eben hier in Grenznähe. Mhm. Meine Mutter wohnt gerade 4 Minuten von mir entfernt. Mhm. Und da ich mir gesagt habe, gut, mit ihrer Unterstützung oder jetzt Begeisterung auch, hier könnte ich es, ich habe jetzt einen Job, der eben nicht so stressig ist. Mhm. Du bist bei der NATO, bist du Soldatin? Nee. Bist du General? Ich bin dort verbeamtet. Ach so. Im internationalen, ja. Ach so. Richtig. Also, ich würde mit einem weiblichen General vielleicht sprechen. Gibt es das? Gibt es tatsächlich bei uns. Gibt es, ne? Gibt es auch deutsche weibliche Generalinnen? Oder wie man das gibt es oft im medizinischen, Ach, im medizinischen Bereich, ja, klar. Ja, klar. Aber, ich bin jetzt im nicht-militärischen Bereich. Mhm. Und auch da muss ich sagen, auch viele Amerikaner sind da ein bisschen, ich will nicht sagen Brüder, aber mittlerweile, und ich bin zurzeit deshalb auch krankgeschrieben, weil ich vorzeitige Wehen hatte. Mhm. Und ich dachte dann, es geht schon alles schief, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass man da natürlich in Europa offener mit umgeht, mit so einer Thematik als in Amerika. Obwohl es in Amerika auch durchaus üblich ist. Ah ja. Mhm. Ja. So, jetzt beschreib mir doch mal noch dein Gefühl, dass jetzt dieser große Wunsch bald in Erfüllung gehen wird. Was ist ja, das wie für ein gesagt, Gefühl? Ich hatte vorzeitige Wehen, war auch schon im Krankenhaus und ich wollte mal vorher nicht so dran glauben, dass das jetzt tatsächlich nach so vielen Jahren mhm. auf diese Weise irgendwie erfüllt wird. Mhm. Und mittlerweile bin ich jetzt praktisch im 8. Monat. Ich weiß jetzt und bin unheimlich zuversichtlich. Super. Und eine sehr nette Freundin von mir, mit der ich Abitur, die ich seit 25 Jahren kenne, die macht mit mir jetzt auch diesen Kurs. Ja, genau. Ich sagte dann zu ihr, wir werden als lesbisches Pärchen angesehen. Ach, sagte sie, kein Problem. Ich sagte dann, ich habe die ersten 3 Kinder gemacht, jetzt ist sie mal dran. Und wie wird denn die Kleine heißen? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du nicht. Das überlege ich noch. Ah, ja. Nee. Britta, tolle Geschichte. Ja. Und dann wünschen wir dir natürlich alles Gute für die Geburt, dass alles gut läuft. Und vielen Dank. Dass es eine glückliche Zeit wird mit der Kleinen. Okay, gut. Alles Gute. Bin ich mir sicher. Dankeschön. Tschüss. 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 Alles Liebe noch. Tschüss. Dankeschön. Und wir haben 1.43 Uhr und hier ist Alexandra. Sie ist 18 Jahre. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen. Hallo, Alexandra. Hallo. Was ist denn deine große Sehnsucht? Meine große Sehnsucht ist, dass ich meinen Vater vermisse. Oh, wo ist der Vater? Mein Vater lebt in München und ja, er kümmert sich halt nicht um mich. Er will nichts mit mir zu tun haben. Wie weit wohnst du denn entfernt von ihm? 600 Kilometer von Hamburg. Oh ja, das ist ja noch weiter. Von München nach Hamburg ist er noch weiter. Genau. Er will mit dir nichts zu tun haben. Genau, er will keinen Kontakt zu mir haben. Ich habe noch 3 weitere Geschwister, aber von 2 weiteren Müttern. Mhm. Und mit den Kindern versteht er sich gut und hat auch Kontakt zu ihnen, aber mit mir will er nichts zu tun haben. Hatte er denn früher, als du kleiner warst, hattet ihr da Kontakt miteinander? Als ich kleiner war, ja, da war ich 2, 3 Jahre alt oder so. Und dann so lange liegt das zurück. Genau, kam das, dass wir uns öfter mal getroffen haben. Wann hast du ihn das letzte Mal getroffen? Wie alt warst du da? Mit 15. Mit 15 habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Und seitdem gar nichts mehr? Nein, gar nichts, überhaupt nichts. Was war damals mit 15? War das da noch ein regelmäßiger Kontakt? War das auch nicht? War das ein einmaliger Kontakt mit 15? Genau, also das hat so angefangen. Ich mache Musik
Und ich habe ein Lied für ihn geschrieben. Mhm. Und das habe ich ihm dann halt telefonisch gezeigt und er war dann halt interessiert. Ach so. Und dann kam das, dass wir öfter mal miteinander telefoniert haben. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, spontan einfach mal nach München zu fahren. Da warst du 15? Genau. Mhm. Und ja, ich habe ein bisschen rumgedruckst und habe gesagt, ja, ich fahre zu einem Freund. Ja. Und aber das hat nicht gestimmt und dann habe ich mich halt mit ihm getroffen. Wollte er das denn gleich? Am Anfang wollte er das nicht so. Und wie war das denn? Ich habe ihn dann halt so ein bisschen dahin geschubst und habe gesagt, ja, komm schon. Ja. Und wie war das dann, als ihr dann zusammengesessen habt? Wie war das? Am Anfang war es ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also mein ganzer Körper hat gezittert und ich hätte einfach nur losweinen können. Mhm. War er denn freundlich und nett zu dir? Ja, das auf jeden Fall, ja. Das schon. Aber er hat danach keinen Kontakt mehr gewollt mit dir. Genau, also danach haben wir vielleicht noch 2-3 Mal telefoniert, da ging auch alles noch gut. Ja, und dann fing der Kontakt an abzubrechen, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Und ich habe mich dann auch nicht mehr gemeldet. Mhm. Ja. Hast du denn, du sagst jetzt, meine große Sehnsucht ist wieder Kontakt mit meinem Vater zu haben. Hast du ihm denn das jetzt mal so geschrieben oder gemailt oder wie auch immer? Weiß er, dass du diese große Sehnsucht hast? Ich habe ihm, ich habe ihn angerufen und wollte mit ihm telefonieren und wollte ihm eigentlich sagen, dass ich ihn vermisse und dass er mein Vater ist und ja, dass ich halt Kontakt zu ihm möchte. Aber du hast und dann kam nur von ihm so, ja, du schon wieder. Ach so, du hast es gemacht. Du, genau, du, ja. Wie, du schon wieder? Er hat dir zurückgeschrieben, du schon wieder? Oder? Nee, wir hatten telefoniert. Ich hatte ihn angerufen. Da hat er gesagt, du schon wieder? Ja, genau. So nach dem Motto, du schon wieder. Und dann war das Gespräch beendet? Das Gespräch ging 2 Minuten. Ach. Ich habe ihn gefragt, ja, Papa, hallo, wie geht's dir? Und dann meinte er, ja, mir geht's gut. Und dann hieß es, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin auf Arbeit, ich melde mich. Das hat er nie getan? Nein. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Zu meiner Mutter ist mein Verhältnis sehr gut. Ich liebe meine Mutter über alles. Das heißt, die sind wie beste Freundinnen. Das war schon mal sehr gut. Aber deine Mutter kennt ihn dann ja. Wie lange waren deine Eltern zusammen? Ich glaube 4 Jahre. Okay, dann kennt sie den Typ ja. Wie erklärt sie sich denn sein Verhalten? Du hast mit ihr bestimmt darüber gesprochen. Meine Mutter weiß im Grunde genommen überhaupt nicht, was vorgefallen ist. Sie haben sich nicht gestritten, gar nichts. Er ist nach Hause gekommen nach der Arbeit, hat seine Klamotten gepackt und meinte zu ihr, ich gehe jetzt. Ach, das heißt, sie kann sich nicht erklären, warum er sie verlassen hat und sie kann sich nicht erklären, warum er sich so seltsam dir gegenüber verhält. Er ist bis zum Frauenarzt meiner Mutter gelaufen damals und hat versucht, den Frauenarzt zu überreden, dass er meine Mutter überredet, dass sie mich wegmachen lässt. Oh. Ja. Das ist ja auch nicht schön, wenn man das als Kind dann erfährt im Nachhinein. Am Anfang hat er sich noch, hat er immer zu meiner Mutter gesagt, ja, Erika, ich wünsche mir ein Kind mit dir und ja, und dann war es soweit und dann wollte er nichts mehr mit uns, also mit ihr zu tun haben. Als du denn auf die Welt gekommen bist, hat er sich da sofort getrennt oder waren die noch ein bisschen zusammen? Nee, gar nicht. Die waren vor meiner Geburt schon nicht mehr zusammen. So, erst dann, so. Ja, abgehauen. Ach so. Genau, meine Mutter war mit mir schwanger und erst dann, ja, weggegangen. Was denkst du denn so über ihn, wenn du das alles so, du weißt das alles und dann sein Verhalten, was denkst du über ihn? Ich weiß, dass mein Vater eine sehr schlaue Person ist und dass er auch Köpfchen hat und deswegen verstehe ich ihn nicht. Mhm. Ich kann ihn einfach nicht verstehen. Ich verstehe nicht, warum er mir nicht sagen kann, warum er nichts mit mir zu tun haben will. Die Frage ist ja, ob er, wenn er Köpfchen hat, ist die Frage, ob er auch Herz hat. Herz für seine anderen 3 Kinder, ja, aber für mich nicht. Ja, aber warum? Warum? Du bist ja auch seine Tochter und das ist lange her damals, das ist 18 Jahre her, dass du geboren wurdest. Damals wollte er das nicht. Okay, er ist älter geworden, er ist reifer geworden, sollte man hoffen. Er müsste sich da freuen, dass er noch ein Mädel hat. Und vor allen Dingen, dass du als Tochter auch interessiert an ihm bist. Das ist doch ein Glück eigentlich. Ich habe ihm damals auch immer schon versucht zu zeigen, dass ich an ihm, an seiner Person interessiert bin und dass ich gern Kontakt zu ihm hätte, dass ich ihn auch vielleicht öfter mal sehen würde. Mhm. Ich sage ja nicht, dass ich ihn alle 2 Wochen sehen möchte oder so. Mhm. Einfach nur diesen Kontakt pflegen. Mhm. Und wenn er mich nur einmal im Monat oder 2-mal im Monat anruft und fragt, hey, mein Kind, wie geht's dir? Mhm. Aber das kommt auch nicht. Das kommt auch nicht. Und das ist sehr traurig. Also ich habe noch eine kleinere Schwester. Mhm.
Und ich habe ein einziges Bild von ihr. Und meine anderen beiden Schwestern haben mir erzählt, dass die Kleine genauso aussehen soll wie ich. Achso, das ist eine Halbschwester dann, ne? Die bei, genau. Ihm, bei ihm lebt. Mhm. Genau, genau. Und die so aussieht wie du. Genau, und sie soll genauso aussehen wie ich. Und ich habe auch öfter mal nachgefragt, ob er mir ein Foto schickt oder so. Von ihm kommt gar nichts. Von seiner Seite also, will er nicht. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Und das tut mir sehr leid, dass dein Vater so ein kaltes Herz offensichtlich hat und sich nicht auf dich zubewegt. Er weiß ja ganz definitiv, dass du gerne möchtest. Das weiß er. Genau. Ne? Das heißt, da kann man nur hoffen, dass er irgendwann, dass sich da irgendwas tut in ihm, dass er den Schritt auf dich zugeht. Du kannst ja eigentlich gar nicht mehr machen, als das, was du schon getan hast. Mehr als das Angebot machen und den Wunsch äußern, ich möchte gerne mit dir ab und zu Kontakt haben, kannst du nicht. Du kannst es auf der anderen Seite auch nicht erzwingen. Das heißt, du musst dann leider abwarten und hoffen, dass er sich eines Besseren besinnt. Ja. Traurige Situation. Tut mir wirklich sehr leid für dich, weil ich merke, dass es für dich eine tiefe Angelegenheit ist, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das stimmt auch aus dem Grund, allein schon, weil meine Mutter auch schwer krank ist. Sie hat im Koma gelegen und zurzeit pflege ich meine Mama. Geht's ihr denn wieder einigermaßen gut? Gar nicht. Gar nicht? Was gar hat sie denn? Nein. Also sie hatte Krebs, sie hat Diabetes, sie ist Schmerzpatientin, sie hat im Koma gelegen. Aha. Also wäre für dich so eine Stütze dann sogar noch sehr wichtig, dass du Kontakt zu dem Vater hast. Genau, eigentlich schon. Eigentlich wünsche ich mir auch diese Vaterhand, die auch mal sagt, nein, Alexandra, so geht das nicht. Ja. Alexander, ich kann nur dir die Daumen drücken, dass er irgendwann kapiert, ich muss was unternehmen. Du kannst gar nichts weitermachen. Ich wünsche es dir aber von Herzen, dass er sich meldet bei dir. Dankeschön. Dir und deiner Mama vor allen Dingen auch alles Gute von Herzen. Dankeschön. Darf ich noch jemanden grüßen? Jetzt nicht mehr, sonst grüßen wir die ganze Sendung. Einverstanden? Okay, danke. Alexander, alles Liebe. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist der Klaus. Klaus ist 68. Guten Morgen, Klaus. Hallo, Domian. Hallo, Klaus. Deine große Sehnsucht. Meine große Sehnsucht ist, dass meine Lebenspartnerin morgen Nachmittag wieder gesund ist. Morgen Nachmittag wieder gesund ist. Was ist denn im Moment los? Morgen früh wird sie operiert werden, um 8 Uhr. Mhm. Brustkrebs und die rechte Brust wird entfernt werden. Brustkrebs? Mhm. Ja, da war gerade eine Störung in der Leitung, entschuldige. Da wird morgen die rechte Brust entfernt. Ja, genau. Und die Frage ist natürlich nach einer solchen Operation, ob hier schon etwas gestreut hat. Genau. Und ob sie dann gesund ist, wirklich, nach diesem Opfer. Ja. Das ist mein Wunsch, dass es dann so sein wird. Zumal ich meine Frau bereits vor 10 Jahren durch Brustkrebs verloren habe. Mhm. Und du bist jetzt mit dieser Freundin wie lange zusammen? Seit 9 Jahren. Seit 9 Jahren. Das heißt, da kommen die ganzen Erinnerungen wieder auf von deiner Frau, die die schwere Erkrankung hatte, und jetzt hast du Angst, dass es wieder so schlimm werden könnte. So ist es, so ist es, ja. Sie hat ja wahrscheinlich ganz viele intensive Untersuchungen schon hinter sich, bevor sie nun morgen operiert wird. Was haben denn die Ärzte gesagt, wie die eventuell die Prognose ist, wie die Situation ist? Also das Gute ist, dass anscheinend der Krebs, den sie hat, weniger aggressiv ist, als der bei meiner Frau gewesen ist. Mhm. Meine Frau hat zwar nach der Diagnose noch 2,5 Jahre überlebt, aber es war so, als sie das damals gefunden haben, waren bei ihr 16 Lymphknoten schon infiziert, trotz regelmäßiger Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Und hier geht das Ganze etwas langsamer offensichtlich. Und an den Lymphknoten ist zumindest von außen nichts zu bemerken. Ja. Es ist ja immer so, wenn die Lymphknoten ihre Filterfunktion schon nicht mehr richtig ausüben konnten, dass dann das riesengroße Risiko der Metastasen besteht. Ja. Das heißt, es muss die Operation abgewartet werden, es müssen die histologischen Untersuchungen abgewartet werden. So ist es. Also bei der Gelegenheit werden ja auch die Lymphknoten untersucht. Genau. Mhm. Soweit dies erforderlich ist, mit einem sogenannten Schnellschnitt. Und dann wird man sehen, was Sache ist. Mhm. Das heißt, morgen weiß man schon etwas mehr. Endgültig weiß man es natürlich erst nach einer gewissen Zeitspanne, wie
Ja, das eine ist, dass diese Schnellschnitte dann noch verifiziert werden durch eine gründlichere Untersuchung. Mhm. Und alles andere ergibt sich dann, wie du sagst, nach einer Zeitspanne X. Wie alt ist deine Partnerin? 61. 61. Wann ist die Diagnose ausgesprochen worden? Am Dienstag vor einer Woche. Also ach so, so frisch. Jetzt vor einer Woche praktisch, ja. Und ist es zufällig herausgekommen? Ja, sie ist zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und als sie zurückkam, hat sie es mir gesagt. Wie hat sie diese schlimme Nachricht aufgenommen? Sie ist wahnsinnig tapfer. Sie hat mir sogar gesagt, das tut mir so leid für dich. Weil sie deine Geschichte kennt und weiß, was du mitgemacht hast. Ja, meine Frau hat mir dasselbe damals gesagt. Das ist wirklich beschämend, wenn man so etwas hört, dass derjenige, dem das passiert, dann auch noch sagt dem Partner, das tut mir leid für dich. Und sie geht da auch tapfer durch. Sie sagt, für sie ist das Wichtigste, diese Krankheit, diesen Feind in ihrem Körper loszuwerden. Und alles andere ist sekundär. Also sie ist auch ganz fest entschlossen, alles zu unternehmen, damit sie schafft. Richtig. Ja, das heißt, man kann auch noch nicht entscheiden, ob sie eine Chemotherapie machen muss, zum Beispiel, das kann man noch nicht sagen. Erst morgen, übermorgen. Ganz genau. Denn wenn kein Lymphknoten befallen sein sollte, könnte man unter Umständen auf die Chemotherapie verzichten. Ich verstehe. Wie wird operiert? Wird Brust aufbauend operiert? Also die Brust, das Innere der Brust muss amputiert werden. Und aus kosmetischen Gründen wird man dann versuchen, die Brust so weit wie möglich zu restaurieren. Restaurieren. Ist das für dich in irgendeiner Form ein Problem, dass sie dann eben nicht mehr so aussehen wird, wie sie vorher ausgesehen haben? Nein, nicht wirklich. Natürlich, sie hatte eigentlich sehr schöne Brüste noch für ihr Alter. Das wird natürlich schon eine Umstellung sein, aber ich denke, da werden wir beide problemlos drüber wegkommen. Das glaube ich auch, weil dann die Gesundheit wirklich im Vordergrund steht und man glücklich sein wird, wenn die ganze Sache bewältigt ist. Und dann nimmt man das Kosmetische vielleicht eher in Kauf, dass das nicht mehr dann so ganz perfekt ist. Ja. Jetzt liegt deine Frau. Kann man ja auch mal ein bisschen was drüber decken oder so. Also ja. Das muss man ja nicht immer in voller Plastizität vor Augen haben. Genau. Deine Partnerin ist ja jetzt schon in der Klinik. Ja. Wie wird das morgen sein? Wann wirst du hingehen? Wie ist morgen der Tag geplant? Also ich rufe sie etwa mittags an, weil sie um 8 Uhr unter das Messer kommt. Die Operation wird ungefähr 2 Stunden dauern. Ich denke mal, dass sie mittags wieder wach ist. Ich werde aber über die Station gehen, um zu wissen, ob sie dann schon wieder ansprechbar ist. Ist sie... Du hast gesagt, vorhin, sie ist sehr tapfer. Ist sie auch dann heute oder gestern sehr tapfer in die Klinik gegangen? Super. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich selber wäre sicherlich nicht so tapfer gewesen. Ist sie wirklich so oder macht sie das vor dir und für dich? Nein. Ich bin überzeugt, dass sie das so sieht. Eben, hier muss ich durch und da werde ich durchkommen und ich werde überleben und mein neu gefundenes Leben mit meinem Partner weiter genießen, auch nach dieser schweren Angelegenheit. Wenn man so etwas schon einmal erlebt hat, wie du mit deiner Frau damals, und dann hat man eine neue Partnerin und dann hört man wieder die Diagnose, bist du da nicht im ersten Moment verzweifelt und hast gedacht, das kann doch nicht sein, dass das Schicksal so zweimal mich mit so etwas konfrontiert? Ja, hast du völlig recht. Aber ich weiß von damals schon, dass das Schicksal nicht gerecht ist. Nein. Dass man all diesen Dingen ausgeliefert ist. Ja, man muss es annehmen. Man kann vielleicht ein bisschen religiös sein, aber ich weiß auch, dass Gott in solchen Dingen nicht hilft, dem Einzelnen. Bist du religiös? Sonst gäbest du viele schreckliche Dinge auf der Welt nicht. Natürlich. Bist du oder seid ihr religiös? Nicht im engeren Sinne, aber wir sind, sagen wir mal, so, dass wir auch daran denken, wie das Schicksal oder Gott uns belastet oder auch vielleicht hier helfen. Ja. So würde ich es mal ausdrücken. Klaus, dann drücken wir alle die Daumen, dass morgen erstmal die Operation gut verläuft und vor allen Dingen, dass die Operation so verläuft, dass deine Frau gesund wieder wird, richtig gesund wieder wird. Und dass das nur ein großer Schrecken war und ihr danach weiter glücklich leben könnt. Das wünschen wir euch und dir von ganzem Herzen. Ich danke dir ganz herzlich, Domian. Alles Gute dir und deiner Partnerin. Danke. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. Freitagnacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr sind wir da. 0800 220 50 50. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.